Liebe Zuschauer, wir befinden uns hier im beruflichen Schulzentrum in Meißen und in den Räumlichkeiten findet man die medizinische Berufsfachschule der Elbland-Kliniken Meißen. Ich bin verabredet mit Madeleine Güldner, sie ist die Leiterin. Frau Güldner, war es bis hierher alles richtig? Ja, war erstmal alles richtig. Da okay. Freue ich mich. Großes Geburtstagsjahr 2022. Seit 30 Jahren gibt es jetzt die Berufsausbildung an den Elbland-Kliniken. Sie sind noch ein bisschen jung, um jetzt zu sagen, wie das Ganze angefangen hat vor 30 Jahren, aber Sie kennen sich bestimmt aus. Wie hat es denn angefangen? Ja, angefangen hat es tatsächlich im Jahr 92 mit den ersten Beantragungen und unter der Unterstützung hier von dem damaligen Direktor des beruflichen Schulzentrums hier in Meißen, der Herr Metzner, der das tatsächlich auch im Ministerium mit unterstützt hat, dass sich diese Schwesternschule, so hieß sie ja früher, heute sagen wir das nicht so gern, hat einfach auch einen geschichtlichen Ursprung in der Ausbildung, sich die Schwesternschule hier etablieren konnte. Genau, und im Juni war es dann soweit und dann haben 24 junge Erwachsene damals den Weg gefunden und sind hier unter der damaligen Leitung und der Frau Dr. Juriens, auch aus Meißen, der ärztlichen Direktorin war sie damals, sind sie hier gestartet mit einer Frau Steyer als Klassenleiterin und zeitgleich auch noch Schulleitung. Früher war das immer noch so, dass man da so ein bisschen Doppelfunktion inne hatte. Ja, und dann hat sich das peu à peu entwickelt. Es war nicht immer einfach. Die Schule hat viele Höhen und Tiefen durchmachen müssen tatsächlich. Aber umso stolzer sind wir eigentlich, dass wir jetzt die 30 Jahre hier geschafft haben und schon die ein oder andere Gesetzesnovellierung wirklich mit umsetzen konnten. Wo stehen wir denn heute, 30 Jahre später? Wo stehen wir heute? Wir sind seit 2020 in einer neuen Berufsausbildung jetzt angekommen. Also die Gesundheits- und Krankenpflege läuft jetzt aus im letzten Jahr. Mhm. Das dritte Ausbildungsjahr ist heute gerade hier im Haus und wird sich jetzt auf die Prüfung vorbereiten, die nächste Woche beginnen. Wir fangen mit den schriftlichen Prüfungen an, dann in die mündlichen und dann in die praktischen Prüfungen. Das sind immer drei Bestandteile. Dann gibt es diesen Berufsweg nicht mehr. Es hat sich die Generalistik jetzt herauskristallisiert sozusagen. Die Generalistik bedeutet eigentlich eine Zusammenführung von verschiedenen Berufswegen, Berufsausbildungen hin zu einem Berufsbildungsgang. Das ist also der Pflegefachmann. Und der Pflegefachmann integriert also die Alten- und die Altenpflegeausbildung, die Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung und die Gesundheits- und Kinderkrankenausbildung, Kinderkrankenpflege sozusagen. Diese drei Varianten haben sich zusammengetan und sind jetzt eben zur Pflegefachfrau, Pflegefachmann geworden. Wie funktioniert denn so eine Ausbildung hier? Also ich sag mal, ich kenne Berufsschule, wenn wir es mal so nennen wollen, immer so, man geht 3 Wochen in die Berufsschule und man geht 3 Wochen in Betrieb. Jetzt ist die Berufsfachschule ja, ich sag mal, 10 Minuten weg vom Elbland-Klinikum Meißen. Ja. Also wie muss man sich so eine Ausbildung vorstellen? Wie funktioniert das? Im Prinzip ist es, so wie Sie schon gesagt haben, ein bisschen im Blockunterricht geführt. Wir haben in der Regel jetzt durch die neue Ausbildung uns ein bisschen an das Gesetz und an die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung angepasst und haben in der Regel 4 bis 6 Wochen Blockunterricht, der hier stattfindet, als rein theoretischer Unterricht. Und dann sind die angehenden Pflegefachmänner und Fachfrauen 10 Wochen in der Regel in ihren Außeneinsätzen, also in ihren Standorten, was für sie der Träger ja sozusagen ist, oder aber eben in den Altenpflegeeinrichtungen oder in der ambulanten Pflege. Wer ist denn das pädagogische Personal hier? Wird da jemand aus den Elbland-Kliniken geholt? Nein, wir sind natürlich alles ausgebildete Lehrer, entweder Lehrer im Gesundheitsfachberufen oder wir haben auch ganz, ich sag mal, normal zweifach ausgebildete Lehrkräfte mit Biologie und Chemie als Hintergrund. Vorwiegend schauen wir natürlich jetzt, dass wir geeignete Pflege- oder Gesundheitsmanager oder Pflegepädagogen hier ins Team holen können. Ich selber komme aus der Wirtschaftspädagogik, habe die Gesundheitswissenschaft noch hinten dran gehangen, weil ich das auch gerne schon irgendwie vom Thema her noch wissen möchte, was wir dann hier begleiten. Ja, aber alles im Grunde Pädagogen. Jetzt haben die Elbland-Kliniken 3 Standorte, Riesa, Meißen, Radebeul, wenn wir es mal, Großenhain, wenn wir es mal an der Elbe so ein bisschen festmachen, also 4 Standorte. Wie verteilen sich denn die Auszubildenden oder findet das ausschließlich alles hier in Meißen statt? Nein, wir haben uns mit den Häusern regelmäßig, treffen wir uns monatlich zu kleinen Sitzungen, wir nennen das auch liebevoll Jourfix. Und in diesen Sitzungen besprechen wir tatsächlich, wie die neuen Schuljahre aussehen. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wir ganz nah Theorie und Praxis verknüpfen. Das ist ein Mehrwert für die Schüler, das ist ein Mehrwert für die Häuser. Schließlich sind wir ja das eigene Ausbildungsunternehmen, ne? Oder die eigene Schule im Unternehmen. Und in der Regel ist es jetzt so, dass wir halbjährlich ausbilden, immer zum 1.3., zum 1.9. Die Klassengröße ist ja gesetzlich vorgeschrieben, nicht mehr wie 28. Und das teilt sich dann durch die 4 Häuser immer paritätisch auf. Also jedes Haus hat 7 Azubis. Also fährt Riesa mal nach Meißen und also der Meißner bleibt in Meißen sozusagen? Nee, die bleiben alle in ihren Standorten, ne, die Schüler. Die gehen auch dann, wenn die ihre praktischen Einsätze haben, wieder in ihre Standorte selber direkt hinein. Ja. Und nur in der Schule trifft sich das.
Es sei denn, wir haben zwei zusätzliche Einsätze, das ist immer die Psychiatrie und die Pädiatrie. Mhm. Das können wir nicht an jedem Standort vorhalten, da müssen die Schüler schon mal ein bisschen wandern. Aber alles andere können die eigentlich wohnortnah tatsächlich absolvieren. Wie schwer ist denn eine Ausbildung? Ja, durch die Pflege, durch das Neue, durch die Generalistik ist es schon sehr anspruchsvoll geworden, weil man damit einfach auch nochmal die Pflege, der Pflege einen anderen Stellenwert zugeordnet hat und natürlich jetzt mehr Settings mit beinhaltet in der Ausbildung. Die Altenpflege war vorher nur so ein kleiner Teil, jetzt ist sie genauso ein großer Bestandteil geworden und wir sprechen natürlich von der Versorgung aller Menschen, aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen. Also es ist schon sehr anspruchsvoll. Jetzt hat was, welches Image hat denn der Pflegeberuf aus Ihrer Sicht? Leider noch ein bisschen zu wenig Anerkennung im Prinzip. Die ausgelernten Fachkräfte leisten Immenses. Die Generalistik fordert auch eine 10%ige Praxisanleitung. Das heißt, unsere Schüler haben das Recht, und das ist auch gut so, fachmännisch auch ordentlich mal angeleitet zu werden im Prozess einer Körperpflege beispielsweise. Und damit erhoffen wir uns eigentlich, dass das auch so ein bisschen mehr integriert, sich wieder mehr zusammenschnürt das Ganze und Pflege tatsächlich auch wieder mehr Augenmerk bekommt. Also ich würde es mir auch wünschen, wenn das wieder mehr in den Fokus gerät und man tatsächlich mal erkennt, der Arzt kann nicht ohne die Pflege nicht ohne den Arzt. Das ist ein interdisziplinäres Team und dieser Gedanke, der sollte jetzt mal wieder aufgegriffen werden und wirklich verstärkt gelebt werden. Was für ein Typ muss man denn sein, um einen Pflegeberuf zu ergreifen? Im Idealfall authentisch, im Idealfall wissensbegierig, sozial sollte man sein und natürlich auch immer zugewandt und sollte schon so ein bisschen im Blick haben, auch die ein oder andere Veränderung, den Zustand des Patienten zu erkennen. Wie kommt man denn zu einer Pflegeausbildung bei den Elbland-Kliniken? Ganz einfach über ein Bewerbungsverfahren. Realschulabschluss reicht aus oder Hauptschulabschluss mit einer zweijährigen Zusatzqualifikation. Abiturienten, die können sich in ihren Standorten bewerben. Und dann gibt es ein Auswahlverfahren, ein Fachgespräch, manchmal noch ein klein oder andere Übungssequenz, um zu gucken, ob das Feeling da ist. Ja, und dann mit viel Glück hat man den Ausbildungsplatz. Letzte und abschließende Frage. Welcher Geist geht hier auf den Schulfloren? Also wie würden Sie das Klima hier beschreiben? Sehr kooperativ. Wir sind ja hier mit dem BSZ für die kaufmännischen Berufe hier integriert und das ist eigentlich ein tolles Arbeiten. Ich selber komme ja auch eigentlich aus der kaufmännischen Ecke von der Etage unten drunter und es ist ein sehr freundlicher und kooperativer Umgang. Vielen Dank, Frau Güldner, für das Interview und toi 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 und in Zukunft viele, viele Lehrlinge? Auszubildende. Auszubildende, genau. Liebe Zuschauer, und damit sind wir am Ende dieses Gesundheitsmagazins angekommen. Wir hoffen, es war für Sie interessant und natürlich auch ein wenig unterhaltsam. In diesem Sinne, wir sehen uns in wenigen Monaten wieder und bis dahin werden oder bleiben Sie gesund.